Können wir mal bitte kurz über den Film Der Gesang der Flusskrebse reden? Der Film ist vor einem Jahr in die Kinos gekommen und ist aktuell auf Platz 1 auf Netflix. Direkt zu Beginn der enttäuschendste Punkt des Films: Wir sehen keinen einzigen Flusskrebs singen. Unter dem Meer, unter dem Meer. Der Gesang der Flusskrebse basiert auf einem Buch, das teilweise geliebt, aber teilweise auch gehasst wird. Aber worum geht's überhaupt? Es geht um eine junge Frau, die alleine in den Sümpfen wohnt und an dem Mord eines jungen, reichen Mannes angeklagt wird. Klingt nach einem Thriller, ist aber eher ein Mix aus Drama und Love Story. Es gibt bestimmte Punkte in dem Film, über die man einfach nicht nachdenken darf. Der größte ist wahrscheinlich, wie ein kleines Mädchen ganz alleine in einem Sumpf überleben kann, wo es durchaus von gefährlichen Tieren nur so wimmelt. Außerdem hätte es durchaus ein bisschen spannender sein können. Es geht immerhin um einen Mord. Unabhängig davon hat mich der Film wirklich emotional abgeholt. Die Schauspieler sind klasse, das Tempo des Films ist aus meiner Sicht genau richtig und die Natur ist wunderschön inszeniert. Die Hauptdarstellerin macht einen großartigen Job und ich habe sogar an manchen Stellen die ein oder andere Träne verdrückt. Das war aber auch teilweise traurig. Und dann war es wieder so richtig schön. Wenn ihr also Lust auf eine dramatische Liebesgeschichte habt, dann kann ich euch Der Gesang der Flusskrebse durchaus empfehlen. Wie viele Punkte gebe ich dem Film? 7 von 10 Punkten. War ein echt guter Film.